Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir über das Spiel Russian Front. Ist ein rundenbasierendes Strategiespiel, kann man aber, wie gesagt, jetzt mit Panzerkorps und so weiter überhaupt nicht vergleichen. Das Spiel hat eigentlich mehr negative Bewertungen auf Steam wie sonst was anderes. Kostet 15 Euro auf Steam, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Ich habe es ja für, waren es 4 Euro im Angebot, glaube ich, mal gekauft, um das mal zu probieren. Es gibt ja, wie gesagt, auch eine deutsche Kampagne und deswegen habe ich mir nämlich auch geholt. Wenn wir jetzt mal aufs Spiel gehen, also ihr könnt ja hier auswählen, ob wir als Deutsche oder als Russen spielen wollen. Dann habt ihr hier ja die Schwierigkeitsstufen. Und hier habt ihr Operationen, hier habt ihr Kampagne. Also ihr seht ja selber, 1941 haben wir 108 Züge, also das ist dann die große Kampagne. Oder ihr könnt ja mittendrin anfangen im Russlandfeldzug, aber dann habt ihr halt immer weniger Züge, das seht ihr ja. Also wie gesagt, wenn ich dann die Kampagne spielen sollte, dann sowieso mit 108 Zügen. Also ich möchte von Anfang an bis zum Ende spielen und nicht irgendwann dann mitten am Ende hier anfangen. So, wir schauen uns jetzt mal an. Wir haben aber auch die ganzen Operationen 1944 bis 1941. Wir starten heute mal mit 1941 und spielen Operation Barbarossa, 16 Runden. Ich will jetzt so, dass ihr das Spiel mal ein bisschen seht, wie es denn die Entscheidung leichter zu machen, ob ihr es euch denn kaufen. Also, das Wichtigste im Spiel ist es ja. Das ist unser Schlachtfeld, was wir hier haben. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, während in Kira kommen. Das ist unmöglich. Das ist ja, ihr müsst jetzt nicht wie im Panzerkorps zum Beispiel bestimmte Städte einnehmen, damit er jetzt das Spiel als brillanten Sieg beendet. Und hier zum Beispiel geht es um genau dessen ist das wichtigste Feld hier oben. Defeat 3, Score 9, unsere Punktzahl und Victory 16. Wir haben momentan 9 Punkte. Wie soll ich das jetzt erklären? Also, es geht ja darum, wenn wir jetzt eine Stadt einnehmen, bekommen wir einen Punkt dazu. Wenn wir natürlich dann die Stadt wieder verlieren, ist klar, wird uns der Punkt abgezogen. Wenn wir jetzt hier mal auf der Karte zum Beispiel 3 Sterne, Kiew hat Sterne, wenn wir hier mal so durchgehen, nehmen zum Beispiel Leningrad, würden wir 3 Punkte dazu bekommen. In Moskau wären es 5 Punkte, in Kiew 2 Punkte, Stalingrad wären 3 Punkte. Würdet ihr diese Victory-Punkte gar nicht schaffen. Wir haben jetzt zwar nur keinen großen Unterschied, sind jetzt nur 7 Punkte Unterschied, aber ihr müsst sagen, ich weiß nicht nach wie viel Runden, ne? Aber dann steigen die Punkte. Also die bleiben nicht bei 16, da wäre es ja einfach. Die steigen wirklich im Laufe von der Rundenzeit. So, und ihr müsst halt schauen, dass ihr die Victory Points überbietet, damit ihr dann einen Sieg habt. Wenn ihr unter die Defeat-Punkte fallen würdet, dann habt ihr das Spiel verloren. Wenn ihr jetzt mittendrin seid, so wie wir, dann würdet ihr das Spiel als unenden. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einen Sieg. So, ihr seht ja hier, wir haben Runde 1. 15 bleiben noch. Also wir haben insgesamt 16 Runden. Wir sind Mitte Juni 1941. Linie. Hier müsst ihr dann aufpassen, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Frontlinie durchbrecht, also wie gesagt, ihr zerstört zum Beispiel hier mal die Infanterieeinheit und hier den Panzer und bleibt mit denen hier stehen und drückt mit eurem Panzer hier entlang. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, wie viel Hexfelder jetzt hier die Grenze ist, aber wenn er zu weit weg ist, ist er aus dem Nachschub draußen, dann bekommt er keinen Nachschub mehr. Und da müsst ihr dann aufpassen, weil ihr habt nämlich zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Infanterieeinheit anklicken, so, wir haben, wusste ich halt genau, für was jetzt hier was ist. Da habe ich mir jetzt in der Beschreibung nochmal ein bisschen durchgelesen. Also hier unten zum Beispiel können wir ja 5 Punkte vergeben und bei Armor können wir 4 Punkte vergeben. Und das heißt ja, aber nicht für jede Einheit. Vorsicht, aufpassen, ne? Das könnt ihr jetzt für die ganzen Einheiten vergeben, die ihr hier habt, die ganzen Punkte. Also nicht, dass ihr jetzt jede Einheit hier 5 Punkte geben könnt. Das müsst ihr verteilen, so wie ihr das halt wollt. Und zwar, hier oben haben wir einen Angriff und die Defensive gegen gepanzerte Ziele. Ja. Und hier unten Angriff und Verteidigung gegen Infanterie. So, und hier könnt ihr halt eure Angriffswerte und Defense-Werte erhöhen. Ich habe immer nie gewusst, was das ist. Ich habe da einfach rumgedrückt. Ah, wir haben Punkte, papapap, rumgedrückt. Das ist falsch. Also, wie gesagt, zum Beispiel,
ihr habt jetzt einen Panzer und ihr sagt jetzt der Panzer, jetzt schauen wir mal den Panzer an. So, ihr seht ja hier, die Werte sind ja relativ hoch, 33 zu 39 gegen Panzer. Bei Infanterie ist ein bisschen weniger. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, ach, Panzer gegen gepanzerte Einheiten habe ich genug. Ich spare die 4 Punkte für eine andere Einheit auf und gebe halt jetzt 2 oder 3 Punkte hier für den Panzer dazu, damit er gegen Infanterie besser dasteht, zum Beispiel. Werde ich aber jetzt am Anfang noch nichts machen, weil wie gesagt, wir haben ja jetzt eh noch nicht. Ich glaube, allzu starke Einheiten, ihr seht ja selber, 5 Panzer, 5 Punkte vom Panzer und so weiter. Da mache ich mir jetzt noch keinen Kopf. So, wir fangen. Die Frage ist halt, ich sage jetzt mal so, ich habe das schon mal angespielt und ich weiß, dass ich in Leningrad nicht davor, nicht hinkomme. Kann natürlich jetzt unterschiedlich auch sein, das weiß ich nicht, aber wo ich nämlich mal glaube, in dem Bereich hier waren alles russische Einheiten und ich hatte keine Chance hier, wo ich hier hochgekommen bin, dann bleiben ja nur noch, ich weiß nicht wie viele Runden, und ich hatte keine Chance, hier an Leningrad hinzukommen. Und jetzt bin ich beim Überlegen, ob ich nicht Leningrad komplett sein lasse und das umgehe. Und ich dann doch lieber schaue, die Punkte. Aber da müssen wir halt, wie gesagt, jetzt nochmal schauen. Ich muss in Leningrad-Einheiten hoch, kann natürlich auch sein. Wir werden jetzt erstmal hier unten schauen, dass wir hier jetzt erstmal durch. So, wir werden jetzt erstmal die Einheit hier nehmen. Oder rücken wir hier gleich vor. Ne, wir greifen jetzt hier erstmal an. So, hier unten sind die Werte. Ihr seht hier nur das bisschen Fahrtenkreuz und hier das Schild. Das sind die Angriffswerte von uns. Das sind die Angriffswerte vom Gegner, also die Verteidigungswerte vom Gegner. Ihr seht ja, unser normaler Faktor ist bei 22, der ja vom Gegner von 14. Unser Gebiet, wie soll ich jetzt sagen, unser Gebietsstatus, sage ich jetzt einfach mal dazu, ist 22, der vom Gegner auch 14. Also, wenn wir angreifen, würden wir jetzt grob geschätzt, also das ist ja nie Garantie, ja. Das ist ja immer nur eine ungefähre Rechnung, dass wir jetzt einen 1-3er Schaden machen. 3 beim Gegner, einen bei uns. So, er hat aber 0,2 in Rot und das ist das, was er machen würde. Also er würde so 2 bei uns machen und 0 bei ihm, so denkt, also wird es ungefähr gerechnet. Also ich denke, wenn wir jetzt hier mal die Differenz nehmen, wird jetzt vielleicht 2-1 für uns rauskommen, also 2 er, 1 ich oder so 2-2. Das werden wir jetzt mal testen, ne? So, 2-2 und das ist das, was ich gesagt habe. Ist halt alles ein bisschen Glück macht, weil das alles ein bisschen durcheinander hier unten ist. Zurechtkommen, so. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier durchkommen. Blöd ist halt, weil wir hier nicht vorbeiziehen können. Das ist für mich, finde ich, jetzt selber ein Nachteil. Wir können hier nicht vorbeiziehen. Und was mir noch aufgefallen ist, was eigentlich nicht passieren darf, wenn wir jetzt eine Einheit vernichten oder ihr über die Hälfte von ihren Stärkepunkten runterhauen mit einem Schlag, dann ziehen die sich zurück. Wenn wir es vernichten, ist ja klar, dann sind sie weg. Wenn wir jetzt, sagen wir, die haben 11 Punkte und wir machen jetzt 6 Schaden, was wir eh nicht machen. Aber wenn es so wäre, dann würden die sich ein Feld zurückziehen, außer die sind in einer Stadt. Dann machen sie es nicht. Aber auf offenem Feld. Dann rücken meine Einheiten automatisch nach. Ja? So. Wir müssen ja die Städte auch halten. Wir dürfen sie ja nicht verlieren, weil sonst verlieren wir ja wieder Punkte. Und da ist es mir passiert, dass ich eine Einheit hier hatte. Ein Gegner war, ich weiß jetzt nicht, in welcher Stadt das war. Der hat, nein, ich habe ihn angegriffen. Sowas. Ich habe ihn vernichtet. Weißt, und wisst ihr, was meine Einheit macht? Die geht von der Stadt raus und geht auf das Feld. Da frage ich mich, was das soll. Ich will doch meine Stadt verteidigen. Da waren überall Gegner rumgestanden und die geht aus der Stadt raus. Und ist ja klar, dass die dann die Stadt einnimmt. Habe ich die Punkte verloren? Also der geht erstmal hier hoch. Ja, das wird wieder ungefähr so ein Ergebnis. 2-2. Ja. Dann müssen wir jetzt mal... So, mit unserem Panzer können wir vorrücken, aber mit Infanterie nicht. Das verstehe ich nicht. Das sind einige Sachen, was man jetzt hier in dem Spiel nicht versteht. Ja, das wird vielleicht so 1-1, 2-1 für uns. Boah, 3-0. Also ihr habt ja selber gesehen, das ist immer nur eine ungefähre Rechnung. So, und jetzt seht ihr das. Jetzt ist es ja so rötlich umrahmt. Und das heißt, wir haben jetzt momentan keinen Nachschub. Also wir könnten jetzt mit der Einheit das hier zum Beispiel überhaupt nicht machen.
dass wir jetzt hier was auswählen. Und ich glaube, in der nächsten Runde, weil Panzer haben immer zwei Felder zum Rücken, dass wir, ich glaube, ohne Nachschub nur eins rücken können, wenn man nicht alles täuscht. Also irgendwie so war das. Eine Zeit lang auch nicht mehr gespielt. So, der Panzer ist durch. Schauen wir mal mit dem Panzer hier. Oh, 3,5. Den müssten wir eigentlich an 5er Schaden auf jeden Fall machen. Okay, ein 4er Schaden. Aber ist auch gut. So, ihr habt es gesehen, er hat ja 6 Stärkepunkte. Wir haben 4 abgezogen, über die Hälfte. Er zieht sich zurück. Da wir... Ah, das habe ich noch gar nicht erklärt. Das werde ich gleich erklären. Jetzt greifen wir nochmal an und zerstören ihn. So. Der ist weg. Wir ziehen hinterher. Es dauert immer alles ein bisschen hier. So, was ich vergessen habe zu sagen, wenn ihr eine Einheit anklickt, dann seht ihr immer hier oben, welche Gruppe das im Moment ist. Das ist die 9. Infanteriedivision, was wir hier haben, und ein Move Left. Also die können sich jetzt ein Hexfeld bewegen. Oder ihr bewegt die nicht und könnt dafür einmal angreifen. Und genauso war es jetzt bei den Panzer. Bei den Panzer haben wir eine 2 Bewegung, da wir ja sowieso hier gestanden sind. Oder hier, haben wir angegriffen. Der ist zurückgezogen, wir sind automatisch nach. Und der automatische Punkt, was automatisch dann gezogen wird, weil wir den ja zurückgedrängt haben, der zählt nicht als Bewegung. So, und darum haben wir noch den einen Punkt frei gehabt, um hier anzugreifen. So, der ist auch vom Nachschub draußen. Da müsst ihr halt jetzt schauen, dass ihr mit der Einheit nachrückt. Dann wird es nämlich wieder gelb dann in der nächsten Runde. Und dann könnt ihr mit dem nämlich wieder angreifen. Das müsste jetzt bei dem genau das so der Fall sein. Dass es jetzt so kurz war, habe ich jetzt gar nicht gewusst. Ich weiß, da war ich immer weiter weg und dann habe ich mal keinen Nachschub mehr bekommen. So, jetzt müssen wir mal hier hoch. Ich hoffe 3-1 für uns. Ja, passt. Das passt. So, jetzt können wir noch... Ah, wir dürfen ja nochmal. Ich hoffe, wir zerstören sie. Ja, gut. So. Weil wir können ja mit den Einheiten, wenn wir jetzt mit denen zwei Felder laufen dürfen, ne, nicht überspringen, das geht nicht. Also wenn jetzt eine Einheiten vor uns stehen, wir kommen nicht durch, dann müssen wir halt so lange warten, bis wir einen Weg frei haben. Und das ist halt auch blöd. So, 1-3. Wir müssen auf jeden Fall durch. 3-0 ist super. Das ist gut. So, mit unserem Panzer. Ihr seht hier oben, 2 Moves left. Einen haben wir jetzt gemacht, jetzt dürfen wir halt noch einmal angreifen. 0-2, 0-2. Das werdet ihr jetzt unentschieden ausgehen und jetzt könnt ihr halt zum Beispiel hier eure Punkte vergeben. Und jetzt seht ihr hier unten 1, 2, 0, 2. Also da hat sich was getan. Jetzt wird es vielleicht 3-1 oder 2-1. Okay, kann man verkraften. Tja, ziehen wir mal die Infanterieeinheit hier hoch und die ziehen wir hier rüber. Ach, das dauert alles so lang hier. So. Ich verstehe halt immer noch nicht, warum wir mit der Infanterieeinheit hier nicht weitergehen können. Das ist... So, und wo ich jetzt mir gleich im Klaren sein muss, ist, welche Einheiten ziehe ich wohin. Hier drin zum Beispiel verliert ihr extrem viel von eurem Bewegungsbonus. Ihr könnt zum Beispiel vom Panzer die zwei Felder, was ihr hier habt, die könnt ihr wirklich nur auf offenen Feld gehen. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier stehen würdet, ihr könnt hier zwei gehen. Sobald ihr aber wie hier in Waldgebiete kommt oder in Städte rein wollt, über Gebirge drüber, kostet es nämlich mehr Punkte und da müsst ihr aufpassen. Ich glaube, das kostet 2 Punkte, wenn ihr, also wenn ihr jetzt daneben der Stadt steht und ihr wollt in die Stadt rein, ich glaube, da braucht ihr 2 Punkte, damit er reinkommt. Ich will jetzt da nichts Falsches sagen, aber ich glaube schon. Jetzt gehen wir mal trotzdem hier mit dem Panzer hier vor. Dann können wir den hier angreifen. Komm, 3-1. Oh, das ist natürlich. Da hätte ich jetzt mehr gedacht. Dann müssen wir das mal probieren. Da könnten wir mal ein bisschen Armor dazugeben. So. 4-0. Das ist natürlich herrlich. Also ihr seht, die Punktevergabe bringt schon einiges. So. Da können wir auch nicht drüber ziehen. Das verstehe ich nicht. Das ist ja unsere Seite hier. Was ich nur vergessen habe zu sagen, die Einheiten, die weiter hinten stationiert sind, ihr bekommt ja später im Laufe des Spiels auch Einheiten dazu als Verstärkung. Kommt alles automatisch, also braucht ihr nichts machen, ist alles vorgegeben. Und dann mal starten sie in Berlin, ich glaube mal in Budapest, wenn mir nicht alles täuscht. Und da habt ihr dann natürlich mehr Bewegungspunkte, ist ja klar, weil ihr müsst ja schnell an die Front vorkommen. Wie gesagt, sind Sachen, wo ich halt überhaupt nicht verstehe. Dann sollte man das doch mal alles ein bisschen gleich machen. Ich finde sowieso, ein Punkt ist ein bisschen wenig zum Ziehen.
So, jetzt wie gesagt, wir müssen schauen. Jetzt schauen wir mal wegen Brest hier. Jetzt geben wir mal dort zwei Punkte dazu. Weil die Stadt, wenn wir einnehmen, kommt ein schönes Feuerwerk hier oben und dann bekommt man nämlich einen Siegpunkt dazu. So, 2-2. Okay, das ging dann trotzdem noch hinten los. Aber ihr müsst halt sagen, die haben halt diesen Stadtbonus dazu. Da ist es ja klar, jetzt haben sie eine bessere Verteidigung. Die haben halt keinen Nachschub mehr. Weil die hätten ja noch einen Punkt übrig. Aber ich kann hier nicht angreifen, weil mir da die Punkte dazu fehlen. Also dann können wir uns nur den Panzer hier vornehmen. Weil uns dann einfach jetzt dieser Nachschub fehlt. Mit dem Panzer zum Beispiel können wir überhaupt nichts machen. Obwohl wir jetzt hier auch noch einen Punkt frei hätten, aber geht leider nichts. Kein Nachschub, geht nichts. So, jetzt schauen wir mal hier. Boah, 5-0, das ist super. Das ist natürlich wirklich super. Jetzt schauen wir mal hier, dass wir hier drüber kommen. So, ihr habt gesehen, wir hatten, es war jetzt ein bisschen schnell, wir hatten zwei Bewegungspunkte. Da wir uns aber jetzt hier aufs Gebirge hier nähern, kostet es, ich glaube, pro Feld immer zwei Punkte. Also da braucht man dann einiges, dass wir hier drüber kommen. Mal schauen, dass wir hier Fuß fassen. Jetzt wollen wir mal von den Bergen hier runterkommen. Hier haben wir die Rumänen dabei. So, die ziehen wir mal hier hin. Mal schauen, ob wir jetzt alle bewegt haben. Na okay, bis auf die hier. Okay, wir können eh nichts mehr machen. Jetzt seht ihr, Enemy Movement startet automatisch. Wenn ihr jetzt eine Einheit habt, wo ihr nicht bewegen wollt, also eine bleibt noch, dann müsst ihr hier unten draufklicken. Und dann einfach auf End Turn und dann startet die gegnerische Runde. Schauen wir erstmal, was er macht. Das ist halt auch blöd, weil der jetzt auch keinen Nachschub hat. Aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das auf so einen kurzen Abstand war. Ich habe ja meine Einheiten hingezogen. Also das müsste ich eigentlich jetzt dann, wenn wir dran sind, ändern. Müssen wir es dann mal schauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel schon so oft probiert. Ich weiß nicht, wie oft. Ich habe dann aufgehört zu zählen. Aber ich habe das wirklich erst ein einziges Mal geschafft, dass ich hier über die Victory Points gekommen bin und sonst eigentlich immer nur Gleichstand. Also zum Meistern ist es von meiner Sicht her wirklich sehr schwer. Und wie gesagt, ich möchte natürlich jetzt auf jeden Fall heute probieren, ob wir es dann heute auf jeden Fall schaffen. So, was macht denn der Gegner so lang? Also hier werden wir jetzt dann noch die ersten zwei Punkte auf jeden Fall bekommen. Die schaffen wir auf jeden Fall. Dann müssen wir halt schauen, wie wir die Einheiten jetzt dann am blödsten ziehen. Wie gesagt, ich möchte halt nicht durch diese ganzen Waldgebiete, weil ich meine Bewegungspunkte wirklich nicht verschenken will. Und dann zieht man sich mit dem Panzer hier schon ewig durch, bis man hier durchkommt, dass man hier mal wieder zwei Punkte hat. Darum entscheide ich mich jetzt gleich am Anfang. Ja, vielleicht die Gruppe oder was geht nach oben und die anderen nach unten, ne? So, hier wo dieses eiserne Kreuz-Emblem dann kommt, da seht ihr, hier am Main Königsberg haben wir Verstärkung hinzugekommen. So. Jetzt machen wir trotzdem erstmal hier oben weiter. So, unsere Panzer dürfen wir zwei ziehen. Ne, der hat wirklich, der ist außerhalb von der Verstärkung, das ist ja Wahnsinn. So, 2 ziehen. Jetzt machen wir mal hier zu. Dann müsste der jetzt wieder gelb sein. Ne, ist er auch nicht. Okay. Jetzt mal schauen, wenn wir die vernichten vielleicht. Und? Ne. Aber jetzt, oder? Jetzt müsste der wieder gelb werden. Jetzt sind wir doch noch näher dran. Wenn wir jetzt hier hinkommen. Ah, jetzt seht ihr, jetzt ist er wieder gelb. Er hat wieder Nachschub bekommen und jetzt könnten wir auch wieder die Punkte hier einstellen. Das machen wir jetzt auch gleich. So. Aber ich glaube, die schenke ich mir und ich ziehe lieber jetzt erstmal weiter nach vorne, dass wir hier ja nichts verschenken. Ja? So, und das verstehe ich halt nicht. Wir können jetzt nach links gehen, aber hier oben in das Feld hier nicht rein. Also keine Ahnung, warum das so ist. So Leute, komm, macht was. 2-2, das ist natürlich nicht die Welt. 2-1. Riga nehmen wir uns auf jeden Fall mit, das ist ja klar. Den Punkt hier wollen wir haben. So, wir können jetzt zwei laufen. Wenn wir jetzt hier in die Stadt reingehen, haben wir unsere zwei Punkte weg. Also so weiß ich. Und vielleicht kann es sein, dass es mal unterschiedlich ist vom Spiel. Aber ich weiß es so. 0-2.
Gegen Infanterie machen wir jetzt mal 3 Punkte dazu. So, müssen wir bestimmt. Boah, ich hätte die Schutter von 4. Das ist ja gar nichts. Aber da wir uns ja nicht bewegt haben, dürfen wir auf jeden Fall nochmal angreifen. So, 2-0. Das ist natürlich besser. Schauen wir mal hier. 2-1 ist auch gut. Komm. Ich will die erste Stadt haben. Jetzt ziehen sie sich zurück. Wir haben ja über die Hälfte. Achso, nee. Die stehen in der Stadt. Entschuldigung, mein Fehler. Wenn sie in der Stadt stehen, ziehen sie sich nicht zurück. Ich will euch da nämlich jetzt nichts Falsches sagen. Gott sei Dank noch verbessert. So, hier haben wir wieder 2 Felder zum Bewegen. Von der wieder nur 1. Also das ist auch immer so hin und her. Da weiß man auch nicht warum. Mal 1, mal 2 verschiedene. So, und die ziehen wir mit nach oben. So, und die Einheit können wir uns jetzt diese Runde schenken. Die kann man nur nach rückwärts bewegen, weil nach vorne kein Platz ist. So, jetzt müssen wir mal schauen. Einen Punkt hätten wir zur Bewegung. Da können wir jetzt auch nicht vorbeiziehen. Oh, das ist aber wenig. 2-1. 0-2. Da kriegen wir auf jeden Fall eine drauf. Machen wir mal das hier. So. Können wir die zerstören? Halt. Ah, ich glaube, das werden wir nicht schauen. Vielleicht 2-1. Ah, 2-0. Passt auch. So. Gehen wir mal hier über das Gebirge drüber. Wie die Rumänen. Oh, hier haben wir einen Panzer. Hier haben wir einen Panzer. Naja, so schlecht wie die Rumänen immer waren, wie es geheißen hat, sind sie hier im Spiel auf jeden Fall nicht. So, aber wichtig ist, dass wir hier von diesem scheiß Gebirge hier runterkommen. 1-2, Komm. 2-1, passt. So, jetzt seht ihr ja, die Gegnerrunde wird nicht von selber anfangen, weil wir immer noch eine Einheit haben, was man bewegen könnte. Und da klicken wir jetzt einfach hier unten auf End Turn und dann nochmal zur Bestätigung und dann startet die Gegnerphase. Aber hier am Anfang, da müssen wir eh noch nicht viel befürchten. Schlimm wird es dann erst, wenn wir weiter in die Karte hier reinkommen. Weil da wird es dann schon extrem, du. Da wird es dann extrem. Aber wie gesagt, da ich ja das schon ein paar Mal angespielt habe, ich weiß es halt von Leningrad, dass ich da oben nie durchgekommen bin. Und darum denke ich mir halt, dass wir es jetzt dann gleich lassen und Leningrad umgehen. Das Einzige, was wir auf jeden Fall machen werden, ist Sicherungsleute hier stehen lassen, dass die uns dann die Städte nicht zurückerobern. Weil jetzt sind ja die auch noch im Nachschub drin, stehen sie auch weiter weg. Oh, was heißt das jetzt? 4-5? Habe ich das jetzt... Ah, die haben keinen Nachschub. Scheiße. So, hier können wir 2 Felder gehen. Ja, dann müssen wir hier auf jeden Fall weiter jetzt. Bringt das... Ah, bringt das was? Ne. Müssen wir den Panzer runter. Jetzt haben sie auf jeden Fall wieder. So, komm. 2-1 ist ja wenig. Das ist wenig. So, die ziehen sich weg und jetzt ziehen natürlich hinterher. Wenn ich das aber jetzt gar nicht möchte, kannst du auch nicht verhindern. Das ist halt so. So, ah, jetzt können wir nur wieder ein Feld gehen mit dem Panzer. Das ist ja komisch. Sonst hat man doch auch immer 2. So, jetzt zerstören wir den Panzer hier. Jetzt ist die Infanterieeinheit alleine. So, was machen wir denn? 2-1, passt. Jetzt die hinterher. Oh, das ist wenig. So, ein Feld. Ihr geht aber hier nach oben. Ja, ihr seht, ja, in Riga stehen auch nicht wirklich gute Leute. Nur mit 5. Drei, eins. So, vielleicht kriegen wir... Ah, nee. Wir haben ja hier die Stadt. So, jetzt kommt gleich das Feuerwerk. Pass auf, da haben wir es. Schaut aus wie ein Silvester. Was ist denn jetzt los? Schaffen wir die Einheiten hier nicht? Doch, jetzt.
So, die müssen jetzt nach vorne ziehen. Jetzt ist halt die Frage. Hier haben wir zwei Panzer und zwei motorisierte Einheiten. Nehmen wir jetzt den Panzer nach oben mit? Ja, würde ich jetzt sagen. So. Was haben wir hier? Ein Punkt zum Laufen. Bei dem ein Punkt zum Laufen. Und bei dem bestimmt auch, oder? Ja. So. Kommen wir jetzt an den Panzer hier vorbei. 3, 4. Machen wir jetzt gleich mal gegen Armor. Komm, zerstören. 5-0. Boah, das ist gut. Das ist wirklich gut. 5-0 zerstört. So. Jetzt dürfen wir nochmal angreifen. Ah, wir dürfen gar nicht mehr angreifen. Wir dürfen uns nur bewegen. Stimmt, weil ich glaube, wir zwei Punkte brauchen für die Stadt. 0-1. Dann probieren wir lieber erstmal den Panzer hier. Ja. Dann ist der hier abgeschnitten. So, dann müssen wir erstmal die hier schauen. 3-2. So, kriegen wir noch einen Dreierschaden hin? Ja, 2-1. Bleibt noch 2. Aber die ziehen sich trotzdem zurück. Passt. So, unseren Panzer haben wir nochmal. Wobei wir natürlich hier nicht allzu eine gute Chance haben. Ja, wir kommen jetzt übers Gebirge nicht drüber, weil wir hier zwei Punkte brauchen und einen haben wir nämlich nur noch. 0-2. Das ist natürlich scheiße. Das ging jetzt nach hinten los. So. Zerstört. So, wir müssen mit den Rumänen auf jeden Fall hier runterkommen. Scheiß Gebirge ist kacke. Aber die sind jetzt wenigstens schon mal unten. Das ist schon mal gut. Den müssen wir auch mal gleich gegen Infanterie ein bisschen aufwerten, ne? Weil 9 ist schon recht wenig. Und, schafft's es? Boah, 1-1 ist aber wirklich wenig. Das ist wirklich wenig. Yes, zerstört. So, jetzt können wir mit denen dann hier vorrücken. Einen Punkt haben wir. Was haben die hier? Einen Punkt. So. Oh, 0-2. Na okay, die haben jetzt ein besseres Feld. Die stehen auf einer Erhöhung. Ich glaube, dann wird mir das ja gar nichts bringen hier. Ne, das lassen wir jetzt mal so. Und da wird man dann zu viel Schaden nehmen. So, dann ziehen wir die mal nach. Jetzt müssten wir, wie gesagt, alles haben, bis auf die eine Einheit hier oben. Genau. So, end turn. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh, der Panzer zieht vorbei. Also den Panzer müssen wir auf jeden Fall aufhalten. Nicht, dass ich jetzt hier einen Fehler gemacht habe. Okay, na, ich habe die Rumänen hier unten noch stehen. Die sind noch im Gebirge. Da, also das passt noch. Normalerweise müsste es ja für mich jetzt leichter sein, GM-Panzer. Wir werden jetzt dann am Ergebnis sehen, was rauskommt. So, habt ihr selber schuld, dass ihr mit zwei Punkten hier bei mir angreift, ey. So, neue Einheiten in Danzig. Sind die einzigsten? Ja. Jetzt gehen wir mal hier auf Riga hoch. Ah, die haben sie verstärkt. Vorhin waren es ja noch 5. Das machen wir mit der Infanterie. Unsere Panzer ziehen wir jetzt weiter nach Smolensk. 2 Punkte sind auf geradem Feld. Dann können wir die 2 Punkte weiterziehen. Wie gesagt, Bewegungspunkte, Leute ausnutzen. Ja, nicht verschenken. Ja. 2 Punkte, dann ziehen wir den gleich hier rüber. Die ziehen wir auch rüber nach Minsk. Und da müssen wir sowieso schauen, dass wir die auf jeden Fall nur vernichten, dass die uns dann später nicht hier noch Städte einnehmen. So, 1-3. 2-1, passt. So, hier hoch. Wie viele Punkte haben wir hier? Auch noch einen? Ja. So, die hier mit. Es dauert ja halt immer alles ein bisschen recht lang, bis man hier seine Züge macht. So, die dürfen 2 gehen. Wir haben jetzt hier noch 4 Punkte. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir es vernichten. So, jetzt haben wir es. Und tot. Die rücken jetzt nach vorne. Wie gesagt, der Zug kostet uns nichts. Die Infanterieeinheiten können wir ja schön langsam hier durchschicken.
Die kommen ja eh nicht so weit wie die Panzer. Wie gesagt, die haben immer nur ein Feld als Bewegung. Und dann können die ganz ruhig hier durch die Wälder durch. Die stört mich jetzt überhaupt nicht. So, hier sehen wir auch wieder, der Panzer hat keinen Nachschub. So, hier unten müsst ihr durch. Ziehen wir mal hier vor. So, der hat wieder Verstärkung, das passt. 0. 1. Oh, jetzt haben wir aber nur einen Zug. Jetzt haben wir nur einen Zug. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Gleich mal gegen Infanterie stärker machen hier. 2-1. Ist aber auch nicht die Welt, Leute. Ah! Scheiße, die sind abgeschnitten. Nein! Oh, da müssen wir schauen, dass wir die jetzt hier rauskriegen. Das war natürlich wirklich ein Fehler, was wir jetzt hier gemacht haben. Gegen Infanterie. 2-0. So, das ist natürlich besser wie vorhin. Wir dürfen ja nochmal angreifen, weil wir uns nicht bewegt haben. Macht 3, komm, dann ziehen sie sich zurück. So, wie kriegen wir jetzt wieder die Rumänen hier drüben wieder raus? Mal schauen, dass wir die irgendwie umgehen können. So, den hier hin. Dann müssen wir dann die Stadt hier einnehmen. So, das waren alle. Gegner ist dran. Schau mal, was er macht. Ah, das ist kacke. Da habe ich natürlich überhaupt nicht aufgepasst jetzt. Da habt ihr doch keine Chance, Leute. Was macht denn ihr? Naja, also Riga kriegen wir auf jeden Fall ab. Da gesehen, 6 und 2. Aber für das, dass sie vom Nachschub abgeschnitten sind, kämpfen sie trotzdem aber noch gut. Ja. Ah, aber ihr seht, wenn sie abgeschnitten sind, verlieren sie an Gesundheitspunkten. Ne? Also da müssen wir jetzt auf jeden Fall was ändern. Kommen aber jetzt hier auch schon nicht rein. Wäre gut, wenn die hier durchbrechen würden. Aber es bringt mir auch nichts, dann bin ich ja trotzdem immer noch hier beim Gegner auf der Seite. Oh, wow, wow, da kriegen wir auch einen Riesentreffer. Jetzt mal hier gegen Infanterie verbessern. 2-4. Ah, das ist bitter. Komm, Leute. 0-1. Na, da haben wir keine Chance. Ich glaube, die werden wir auch nicht mehr rauskriegen hier unten. Ne? Können wir uns zwei Felder bewegen? Ja, wir sind vom Gebirge unten, ne? Na, mit dem geht's noch nicht. Oder kann man hier hin? Na doch, hier geht's. Auch nur hier runter kann man nicht. So, zwei Felder mit unserem Panzer. Unsere Infanterie einfällt. So, zerstören wir die hier. Haben wir zwei? Ja. Können wir auch kostenlos ein Feld vorrücken. Dann müssen wir jetzt mal schauen, dass wir die Stadt jetzt hier noch bekommen. Und den Panzer gleich mal weg. 0-2. So. Ja, die Stadt haben wir jetzt dann gleich. Aber die ziehen sie jetzt nicht zurück, weil es über die Hälfte ist. Wie gesagt, sie stehen in der Stadt, da passiert nichts. Da könnt ihr die jetzt auf 1 runterschlagen und die ziehen sich nicht zurück. So. Hier müssen wir ja, wie gesagt, hier durch, haben wir gesagt. Oh, 3-1 ist super. So, ihr noch. Jetzt dann hier hin. Unseren Panzern wieder die zwei Bonus, die zwei Bewegungspunkte nicht vermasseln. Ah, hier haben wir zwei. So, haben wir hier auch zwei. Und da haben wir nur einen. Jetzt können wir auf jeden Fall mal unsere Panzer hier weiterziehen. 1-2. So, dass wir den Panzer hier durchkriegen. Ja, warum geht es nicht? Das muss man jetzt wieder einzeln andrücken, also das ist blöd, weil manchmal findet der dann den Weg selber nicht, da muss man wirklich jedes einzelne andrücken. Weil er war hier, zwei Felder kann er gehen, dann drücke ich hier, dann denkt er aber, ich kann doch hier nicht durch. Aber dass ich oben durch kann, das weiß die KI nicht. Ich weiß auch nicht, also strunzblöd. So. Das reicht hier.
Die anderen Infanterieeinheiten ziehen wir jetzt gleich weiter. Wie gesagt, Leningrad, nein, lass ich. Und das ist halt das. Wenn man es jetzt nicht weiß, ist klar, wird man Leningrad angreifen, weil man sieht, oh, man bekommt 3 Sterne. Aber da ich noch nicht durchgekommen bin, lass es auch wirklich. Das ist immer ein bisschen zu blöd. Was ich da oben schon Zeit und verloren habe, ne, bleibe ich lieber hier unten bei meinen Einheiten. Tja, dass wir natürlich die Rumänen hier nicht mehr rauskriegen. Wenn wir es rauskriegen, werden wir bestimmt hohe Verluste dann nehmen. Aber wir können ja die, wir müssen ja die Einheiten so oder so vernichten, weil nicht, dass die dann hier durchbrechen und hier unten hinten dann unsere ganzen Städte einnehmen. Jetzt werden wir auf jeden Fall wieder was verlieren dann. Weil sie ja eingekehrt, also keinen Nachschub haben, verlieren sie Gesundheit. Was war das immer jetzt? 2, 3. Die Stadt wird auf jeden Fall fallen jetzt in der nächsten Runde. Riga werden wir noch nicht schaffen mit 6 Punkten. Ne? So. Jetzt haben wir aber nicht gesehen. Wie viel hatten die jetzt hier unten noch? Ach, glaube ich. Jetzt haben sie 6, okay, haben sie 2 verloren. So. Ja, vielleicht verlieren sie jetzt 2, 3 Punkte. Na, 3, 3, 3. Aber in der nächsten Runde, glaube ich, müssen wir es jetzt hinkriegen. Das Riga fällt. Wenn er ja das Eisen mal ein bisschen schneller hier laufen wird, muss man ewig warten, ne? So. Einen Punkt haben wir hier. Einen Punkt. Einen Punkt. Da werden wir jetzt überall nur einen Punkt haben. Oh, Minsk ist frei. Aber wie gesagt, da werden wir jetzt nicht reinkommen. Ja. Ihr seht, wir haben nur noch einen Punkt und 2 bräuchten wir aber leider. Kommen wir nicht rein, leider. Oh, 2-2. Übel. Das ist übel. So, ein Punkt hier. Ah, da dürfen wir 2 laufen. So, ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt mit den Panzern hier 2 vorfahren, ob wir dann dass wir dann bestimmt wieder aus dem Nachschub draußen sind. Ja, schaut auf jeden Fall so aus. Sind wir schon recht weit vorne. Und schauen, dass wir schnell mit der Infanterie nachkommen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir die hier noch vernichten. Dass wir hier dann langsam mal Ruhe haben. So, tap, 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 die ziehen sich zurück. So, du gehst mal mit. Du bleibst jetzt mal hier. Vielleicht nehme ich die sogar mit runter. So. Eine Einheit, hier mal Kiew, werden wir dann einnehmen. So, 2 Felder. Hier haben wir eins. Hier haben wir eins. Und den haben wir auch eins. Rücken wir weiter. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier reinkommen. Was haben wir denn hier? Oh. Da müssen wir mehr machen. Ah, 2-2. Das ist ja mies. Da werden wir jetzt ewig kämpfen, dass wir die Rumänen hier rauskriegen, ey. Aber in Budapest haben wir auch Verstärkung. So, da dürfen wir 3 gehen. Oh, hier hinten blinkt auch was. Was ist hier? In Berlin. Oh, wir haben einen Panzer. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wo nehmen wir jetzt den Panzer mit hin? Nehmen wir ihn mit nach oben? Da haben wir E4 oder nehmen wir ihn mit nach unten? Ich glaube, wir nehmen den mit nach unten, ne? So, hier haben wir wie viel? 2 Felder. So, da haben wir ein Feld. Jetzt nehmen wir mal die Stadt hier ein. Kriegen meinen nächsten Punkt dazu. Ist gefallen. Jetzt wieder unser schönes Feuerwerk, was hier in das Spiel halt überhaupt nicht reinpasst. Tja, was mache ich denn mit euch hier? Boah! Was haben denn unsere Rumänen hier gemacht? Oh, ey, vielleicht schaffen wir es doch, die nur rauszuholen. Das wäre natürlich schon geil. So, jetzt schauen wir mal, der Russe ist dran.
Aber wenn ja der Husten mal besser werden wird. Die, wenn wir hier unten einkesseln würden, haben sie nicht auch keinen Nachschub mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ist in Kiew ne einer drin, weil wir hier nichts sehen, oder ist die Stadt leer? Riga wird jetzt auch fallen. Dann lassen wir auf jeden Fall eine Einheit hier stehen. So, wir sind in Runde 7. Das war's dann für heute erstmal. Ich kann jetzt einmal speichern. Ich werde dann morgen oder was hier weiterspielen. Weil das zieht sich natürlich schon ewig. Und ich habe, jetzt ist nämlich auch schon spät heute. Wie gesagt, da spiele ich dann morgen weiter. So, dann hoffe ich noch, ich konnte euch das Spiel mal ein bisschen zeigen. Und habe euch die Kaufentscheidung, ob ihr es jetzt kaufen wollt oder nicht, ein bisschen leichter gemacht. Also wie gesagt, für 15 Euro, Leute, kauft es euch bloß nicht. Würde ich überhaupt nicht machen. Für 4 Euro, ja, ist ein Spiel für zwischendurch. Ich würde es einmal spielen, also vielleicht einmal durchspielen und dann auf jeden Fall vom Computer schmeißen. Ich würde es mir auf da auch dann nicht mehr installieren. Ist halt wie gesagt überhaupt nicht wie Panzerkorps. Panzerkorps kann man so oft spielen. Ich glaube, Panzerkorps habe ich schon dreimal neu angefangen. Und von daher ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, für 15 Euro komplett Daumen runter von mir, für 4 Euro. Für Gelegenheitsspiel zwischendurch kann man es für 4 Euro sicher auf jeden Fall mal holen. So, ich wünsche auf jeden Fall nur einen schönen Abend. Wie gesagt, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Dann sind wir ja bei Runde 7. Wenn wir jetzt die Runde 7 noch mitsehen, 9 bleiben noch, haben wir auf jeden Fall noch 10 Runden. Ne? Weil wie gesagt, ihr müsst ja Runde 7 mitsehen, die fängt ja jetzt erst an. 10 Runden bleiben noch. Und ihr seht, wir haben 11 Punkte. Die Verliererpunktzahl, die ist schon nach oben gegangen. Die Victory noch nicht. Das wird aber dann noch kommen, keine Angst. Wir sehen uns dann. Ja, ich denke, dass ich morgen dann weiterspielen werde. Also, euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen nach oben, würde mich freuen. Bis bald. Tschüss.